erneut zu formatieren. Beheben Sie Probleme mit dem Autofokus oder der Unschärfe der Samsung Galaxy S10 Kamera? Dieses Telefon verfügt über eine Autofokuskamera, um das Objekt zu schärfen. In einigen Situationen kann der Autofokus in Samsung Galaxy S10 jedoch nicht richtig funktionieren. Wir bekommen verschwommene Bilder, obwohl wir uns wirklich auf ein paar Dinge konzentrieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die die Konzentration erschweren können. Stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht verschmutzt ist. Wir müssen das Samsung Galaxy S10 Kameraobjektiv immer reinigen. Staub oder kleine Objekte, die vor dem Objektiv stecken, führen dazu, dass die Kamera versucht, auf dieses Objekt oder den Staub zu fokussieren. Bitte reinigen Sie das Kameraobjektiv oder wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Kratzer können auch dazu führen, dass der Autofokus Ihres Samsung Galaxy S10 nicht richtig funktioniert, und es wird versuchen, diese Kratzer zu fokussieren oder die Autofokusleistung stört. Ein kleiner Kratzer hat möglicherweise keine Auswirkungen auf unsere Fotos, aber wenn der Kratzer sehr groß ist, müssen wir das Kameraobjektiv aus Glas in einem autorisierten Samsung-Kundendienstzentrum durch ein Original ersetzen. Wichtig ist auch die Firmware- oder Software-Version, damit der Autofokus in Ihrem Samsung Galaxy S10 schneller oder intelligenter funktioniert. Einige Versionen haben gemeldet, dass sich der Autofokus des Samsung Galaxy S10 oder einer anderen Kameraleistung beeinträchtigt hat. Wir müssen immer sicherstellen, dass unsere Firmware-Version auf dem neuesten Stand ist. Beheben Sie Samsung Galaxy S10 Probleme nach dem Android Firmware Update. Einige Benutzer haben nach dem Upgrade von Android auf die neueste Version einige Probleme mit der Samsung Galaxy S10 Kamera. Diese Probleme können normalerweise behoben werden, nachdem der Cache der Kamera-Apps gelöscht oder die Kamera-Apps wie in den obigen Schritten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es euch gefallen hat, danke fürs Anschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.